Eine geniale Innovation beweist ihre Tauglichkeit erst im industriellen Produktionsprozess. 6 Fraunhofer-Instituten ist es gelungen, mit digitalen Druck- und Laserverfahren, zum Beispiel Leiterbahnen und Sensorik, individuell in Bauteile integriert herzustellen. Das Ergebnis? Völlig neue Möglichkeiten für Konstruktion und Design, Materialersparnis sowie die Individualisierung von Bauteilen in Massenproduktionsumgebungen. In der Massenfertigung Unikate herzustellen, scheint zunächst paradox. Wenn man aber die digitalen Fertigungstechnologien Inkjet-Druck und Laserbearbeitung geschickt in Umgebungen der Massenfertigung integriert, können die Produkte inline individualisiert werden. In diesem Leitprojekt arbeiten 6 exzellente Fraunhofer-Institute in Projektgruppen, die in ihren Laboratorien gemeinsam die Zukunft der Fertigungstechnik schon heute anfassbar machen. Der Bedarf an individualisierten Bauteilen mit anspruchsvollen Funktionalitäten in der industriellen Fertigung wächst. Durch die Integration digitaler Druck- und Lasertechniken in existierende Massenfertigungsumgebungen können zukünftig die neuen Herausforderungen einfach bewältigt werden. Die Entstehung völlig neuer Produkte wird möglich. Dabei sind das Entwicklungspotenzial und die Möglichkeiten industrieller Anwendungen nahezu unbegrenzt. Ein zentraler Punkt ist die Weiterleitung elektrischer Signale, Beispiel Automotive. Die Bedienelemente des Armaturenbretts, die Türinnenbeleuchtung oder moderne Abstandssensorik, mit der neuen Technologie ergeben sich Möglichkeiten, Karosserie- oder Interieurbauteile nach Kundenwunsch zu individualisieren. Im Werk Wolfsburg von Volkswagen gehen beispielsweise jährlich nur 2 baugleiche Fahrzeuge vom Band. In jedem Fahrzeug stecken bis zu 8 Kilometer Kupferkabel. Das entspricht etwa 160 Kilogramm Gewicht. Bisher werden im Automobilbau Kabelbäume auf Legebrettern konfektioniert und anschließend händisch verlegt. Das ist kostenintensiv und damit kann nun Schluss sein. Denn dem Leitprojekt Go Beyond 4.0 ist diesbezüglich ein produktionstechnischer Sprung gelungen. Die Entwicklungen von Go Beyond 4.0 ermöglichen ein völliges Umdenken in der Konstruktion von Karosseriebauteilen, wie beispielsweise Autotüren. Es ist heute bereits möglich, Leiterbahnen mit Hilfe von Druck- und Laserverfahren herzustellen. Zuerst wird in die Metalloberfläche eines beliebigen dreidimensionalen Aluminiumblechs mit einem Laser eine Vertiefung für die später gedruckten Leiterbahnen eingebracht. In Schritt 2 wird in die gelaserten Vertiefungen eine elektrisch isolierende Tinte gedruckt. Sie wird anschließend mit einem am Fraunhofer ILT entwickelten Laserverfahren ausgehärtet. Hierauf druckt ein Dispenser die Leiterbahnen mit einer elektrisch leitfähigen Druckpaste, die ein Laser im Anschluss funktionalisiert. Beide Schritte übernimmt ein Roboter oder eine Mehrachsanlage. Die Funktionalisierung der gedruckten Leiterbahnen mittels Laserstrahlung ermöglicht eine lokale Erhitzung, ohne das eigentliche Bauteil zu erwärmen oder zu beschädigen. Die Druck- und die Laserköpfe sollen nachher von Robotern in einer vollautomatischen Fertigung genutzt werden, um Bauteile mit elektrischen Funktionen zu versehen. Man kann die Verfahren über die Roboter so bewegen, dass man 3D-Bauteile ohne Probleme beschichten kann. Ja. Mit einem am Fraunhofer ENAS entwickelten robotergeführten Inkjet-Druckverfahren können noch feinere Leiterbahnen mit einer Breite von minimal 50 Mikrometer gedruckt werden. Dies ermöglicht die effiziente Herstellung einer großen Anzahl parallel angeordneter Signalführungen. Im Resultat sind die gedruckten Leiterbahnen nun Teil der Autotür. Die Gesamtkonstruktion ist leichter, stabiler und es entfällt der spätere Einbau eines Kabelbaums. Die technische Herausforderung in diesem Projekt bestanden in der Auswahl der optimalen und richtigen Funktionstinte, der sehr präzisen Oberflächenvorbehandlung, um ein exaktes Druckbild aufzubringen. Für die Leiterbahn verwenden wir hierbei eine spezielle Silber-Nanopartikel-Tinte. Hier fließt unser Know-how im Funktionsdruck ein. W
werden größere Ströme benötigt, um beispielsweise kleine Motoren für Seitenfenster oder Heckklappen zu versorgen, kommt eine andere Technik zum Einsatz. Das Fraunhofer IWU hat ein innovatives Verfahren entwickelt, das mit einem Industrierobotersystem vollautomatisch Kupferdrahtleitungen mit einer isolierenden Hülle direkt auf das Bauteil aufbringt. Dazu wird der Roboter entsprechend der dreidimensionalen Form der Autotür programmiert. Um dieses Verfahren in den Produktionsprozess zu bringen, ist es ganz wichtig, dass die Einzelprozesse der Vorbehandlung, des Druckens und der Nachbehandlung an einem Ort zusammengefügt werden. Denn im Automotive-Bereich möchte man die Bauteile so wenig wie möglich bewegen, weil die relativ groß sind und schwer wieder neu auszurichten sind. Optisch transparente Körper, wie zum Beispiel Linsen, die Schriftzüge oder Logos projizieren, können ebenfalls mit digitalen Druck- und Laserverfahren hergestellt werden. Dabei kann das digitale Inkjet-Druckverfahren des Fraunhofer IOF gezielt Phasenunterschiede in optischen Körpern erzeugen. Um individualisierte Optiken zu realisieren, nutzt das Team aus Jena eine Tinte, bestehend aus einem optischen Hybridpolymer, Ormocea, das das Fraunhofer ISC in Würzburg entwickelt hat. Die optischen Eigenschaften des Materials reichen fast an die von guten optischen Gläsern heran und lassen sich für die jeweilige Anwendung anpassen. Zusätzlich können zum Beispiel Leiterbahnen und LEDs in die optischen Körper integriert werden. Ein Laser kann abschließend definierte Absorptionsbereiche erzeugen, um Streustrahlung von LEDs kontrolliert abzuschatten. Wenn besonders kleine und schlanke Leiterbahnen in optische Körper gedruckt werden müssen, kommt ein weiteres digitales Druckverfahren, der sogenannte Aerosol-Jet-Druck, zum Einsatz. Die Technik dazu haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer ENAS und IFAM für die Anwendung weiterentwickelt. Nach der Herstellung der Leiterbahnen werden mit einem Pick-and-Place-Verfahren sehr kleine Leuchtdioden platziert und somit hybrid integriert. Die gedruckten individualisierten Optiken sind Strahlformungsoptiken. Das heißt, wir können leuchtende Elemente wie Schriftzüge, Logos oder Bedienelemente herstellen oder beleuchtende Elemente, beispielsweise für Gebäudebeleuchtung. Und durch die Kombination aus Materialeigenschaften und additiver Fertigung können wir zahlreiche Umgebungsszenarien adressieren und haben damit Einsatzgebiete in der Medizintechnik, im Automotive-Bereich und im Consumer-Bereich. Wie vielfältig moderne Drucktechnik sein kann, zeigen die Forscherinnen und Forscher am IFAM in Bremen. Drucken bedeutet heutzutage, dass smarte Elemente auch in mehrschichtige Bauteile aus faserverstärkten Kunststoffen integriert werden können. Dabei ist die Luftfahrt aufgrund ihrer hohen Sicherheitsansprüche eine besondere Herausforderung. Außerdem werden in der Branche weitere Gewichtsreduktionen gefordert bei erhöhter Intelligenz der Bauteile. Beispiel Flugzeugflügel. Für Anwendungen in der Luftfahrt können eine ganze Reihe druckbarer Komponenten wie Temperatursensoren, Signalleitungen und Kontaktierungen, drahtlos auslesbare Verformungselemente, kapazitive Sensoren oder Piezo-Impaktsensoren in die Tragflächen integriert werden. Heizstrukturen können zum Beispiel Tragflächen chemikalienfrei enteisen. Dank verschiedener integrierter Sensoren ist der Pilot jederzeit über den aktuellen Zustand seines Flugzeuges informiert. Das ist wichtig bei mechanischen Belastungen der faserverstärkten Strukturen, wie Hagelschauer oder mechanische Schädigungen während der Be- und Entladung. Zum Schutz vor Beschädigungen von außen werden die direkt auf Glasfaser- oder Carbonfaserschichten gedruckten elektrischen Funktionen in einem Vakuuminfusionsprozess mit Epoxidharzen infiltriert und zu faserverstärkten Kunststoffen verarbeitet. Abschließend werden die Pasten auf dem Gewebe im Ofen oder mit einem Laser ausgehärtet. Die gedruckten Funktionen sind nun gegen äußere Einflüsse geschützt. Durch unsere integrierten Sensoren kann ein Pilot die mechanische Belastung eines Flügels oder einer Rumpfstruktur kontinuierlich überwachen. Das ist beispielsweise dann wichtig, wenn durch einen Vogeleinschlag oder auch durch Hagelkörner nach einem Gewitter mögliche mechanische Schädigungen entstehen. Darüber hinaus denken wir aber auch darüber nach, Leichtbaustrukturen beispielsweise für die Elektromobilität mit unseren Sensoren auszustatten oder auch Komponenten im Maschinenbau zu sensorieren.
Von besonderer Bedeutung ist die Zuverlässigkeit der mit digitalen Druck- und Laserverfahren hergestellten elektrischen Funktionen. Um diese zu gewährleisten, werden Untersuchungen durchgeführt. Zum Beispiel an einem Shaker, der die Bauteile mit einem Vielfachen der Erdbeschleunigung belastet. Denn die hergestellten Funktionen, wie Leiterbahnen mit integrierten LEDs, sollen den hohen Ansprüchen der Automobilindustrie oder der Luftfahrt entsprechen. Die zunehmend nachgefragte Individualisierung von Industrieprodukten verlangt nach neuen Fertigungstechnologien. Und deshalb fördern wir dieses Thema bei Fraunhofer als ein zukunftsweisendes Leitprojekt, um es zügig in marktrelevante Produkte umzusetzen und den technologischen Vorsprung für die deutsche und die europäische Wirtschaft auszubauen. Mit digitalen Druck- und Laserverfahren in der Massenfertigung lassen sich Serienprodukte ressourcenschonend und kosteneffizient bis hin zum Unikat individuell gestalten. Go Beyond 4.0